Leute, Fortnite hat mal wieder einen riesengroßen Fehler gemacht. Ihr wisst ja, dass aktuell nicht zu viele Updates in Fortnite rauskommen. Und wenn Fortnite nicht geupdatet wird, entstehen sehr viele Glitches. Und heute habe ich wieder einen Glitch für euch, der euch einen riesen Vorteil verschaffen kann und ihr so jede Runde einen epischen Sieg zu 100% holen könnt. Und ja, wir werden heute in Fortnite fliegen. Wir müssen nur drei wichtige Items dafür finden, diese Items in einer bestimmten Reihenfolge benutzen und dann werden wir so hoch fliegen, dass wir die komplette Map sehen können und sogar über dem Sturm sind, Leute. Und so könnt ihr eure Freunde hops nehmen, ihr könnt jeden Gegner hops nehmen und keiner wird euch glauben und jeder wird denken, ihr werdet hacken, Leute. Schaut euch aber unbedingt das ganze Video an, denn wenn ihr nicht das ganze Video anschaut, dann werdet ihr keine Chance haben, diesen Glitch zu machen. Denn wenn ihr einen Schritt nicht befolgt, dann funktioniert dieser Glitch nicht. Und Leute, verratet das bitte keinem. Trollt eure Freunde damit, trollt die Gegner damit, aber behaltet das Ganze für euch, Leute. Sonst weiß es wieder jeder und jeder ist in der Luft am Fliegen. Das war's dann mal wieder komplett, Leute. Und wie gefällt euch eigentlich mein neuer Sonnenschein-Skin hier? Den habe ich mir im Shop geholt. Mit Creator-Code Couscous. Und falls ihr mich mit Creator-Code Couscous supportet, Leute, wisst ihr ja, dass ich euch ab und zu adde. Heute habe ich wieder drei Leute geaddet, die meinen Creator-Code Couscous im Item-Shop eingetragen haben. Und die haben sich richtig gefreut, Leute. Einer hat noch nicht angenommen, aber ich denke, er wird annehmen, Leute. Die Schule hat begonnen. Vielleicht durfte er noch nicht zocken oder so. Wir müssen jetzt diese drei Items finden, dass wir diesen Glitch machen können. Und ein Item haben wir schon gefunden. Und zwar den Flowberry-Strudel. Ihr könnt auch die Flowberries benutzen, denn die haben ja den gleichen Effekt. Aber wir brauchen auf jeden Fall einen Jump-Boost, Leute. Ganz, ganz wichtig. Und Leute, falls ihr dieses Video gerade schaut, schaut mal nach, ob ihr ein Like und ein Abo dagelassen habt. Denn viele schauen meine Videos, haben aber noch nicht abonniert. Und das ist sehr, sehr traurig, Leute. Ganz wichtig ist auch der Schritt, den ich schon gemacht habe. Und zwar bin ich in Hazy Hillside gelandet. Ganz, ganz wichtig, landet hier, denn da geht dieser Glitch am einfachsten, Leute. Hier sind auch irgendwo Gegner gelandet, aber ich will natürlich so schnell wie möglich diesen Glitch machen. Denn, ja moin, Digga, noch einen gefunden. Denn ich muss mich jetzt richtig beeilen, um diese zwei Items zu finden. Dann nehmen wir hier den vollen Strudel mit. Hier sind irgendwo Schüsse. Oh ja. Oh, der war nice. Der hat mir gefallen. Oh, der ist hinter dem Baum. Und den hätten wir auch, Leute. Easy peasy lemon squeezy. Ist hier irgendwo noch jemand? Aha. Der dachte sich gerade, woher kommen die Snipes? Digga, was macht mein Skin für Geräusche? Da kommt einfach aus meinem Backbling so Rauch raus. Wie cool ist das denn, Leute? Let's go. Digga, der Skin ist sowas von nice. Den müsst ihr euch auf jeden Fall gönnen, Leute. Wir haben schon die 4 Kills. Und jetzt sage ich euch, warum wir hier in Hazy Hillside gelandet sind. Wir können uns ein Mini gönnen. Denn hier gibt es das andere Item mit Gold zu kaufen. Das heißt, ihr müsst nicht unendlich lang suchen. Nein, Leute. Ihr könnt das Item bei einem Bot kaufen. Ich gehe aber jetzt erstmal hier und gönne mir hier ein paar Biggies, Leute. Ganz, ganz wichtig. Ein Biggie kann ich schon mal trinken. Und jetzt müssen wir zu einem geheimen Ort gehen. Und zwar befindet der sich genau hier im Untergrund. Ja, Leute. Deswegen kennt diesen Glitch auch noch keiner. Weil das Ganze sehr, sehr geheim ist. Und wir gehen da aber jetzt hin. Ist eigentlich dumm von mir, dass ich euch das Ganze verrate. Aber für euch mache ich das ja. Und ich hoffe, ihr verratet das einfach keinem, Leute. Das wäre ehrenlos. Macht das vielleicht mit euren Freunden oder so. Aber trollt die. Sagt nicht, wie das geht. Befolgt meine Schritte. Macht das Ganze nach. Denn das könnt ihr undercover machen, Leute. Wir nehmen jetzt hier die Seilbahn und gehen direkt hier unten rein in den Untergrund. In diesen Tunnel, Leute. Denn da befindet sich dieser Bot, der das zweite Item verkauft. Hier gibt es Munition, Leute. Vielleicht kanntet ihr diesen Bot noch gar nicht. Aber er verkauft was ganz Wichtiges für diesen Glitch. So, habe ich alles nachgeladen? Ja, ich habe alles nachgeladen. Nee, die Sniper noch nicht. Und wir müssen jetzt hier rein in diese rote Tür. Und hier oben befindet sich der Bot, der das heilige Item verkauft. Und zwar Hope. Hope verkauft die Greifklinge für 400 Gold. Und diese Greifklinge brauchen wir als zweites Item für diesen Glitch. Also einmal mein Inventar abchecken. Wir brauchen die Greifklinge und den Flowberry-Strudel oder eine Flowberry. So, damit wir schneller an diesen Ort kommen, Leute, müssten wir
Beziehungsweise könnten wir eigentlich wieder hier reingehen und zu Hope gehen. Denn Hope hat noch eine andere Fähigkeit. Man kann sich hier teleportieren, beziehungsweise einen Riss aktivieren. Und mit diesem Rift können wir jetzt durch die Luft fliegen und zum nächsten Item. Denn ich vermute, wir könnten das Item ungefähr hier neben Pleasant Piazza finden. Und zwar genau hier, würde ich sagen. Da unten ist ein Gegner. Den könnten wir theoretisch hops nehmen. Mein Snipe hat nicht gesessen. Ist aber nicht so schlimm, Leute. Wir können ihn finishen. Digga, wie nice ist dieses Backbling? Das wusste ich gar nicht. Ich habe mir diesen Skin gekauft. Und dann hatte ich den Backbling. Und habe jetzt erst gemerkt, dass der so reaktiv ist. Oh nein, hier sind auch Gegner. Oh no, no, no. Ich überfahre den. Ich überfahre den einfach. Weg mit dir. Digga, wo ist er denn hingeflogen? Hey, Bro. Digga, wie laut ist das? Hier ist irgendwo noch ein Gegner. Zwei sogar. Ein No-Skin. Und das kriegen wir hin. Den hätten wir. Und da unten ist noch jemand. Digga. Wie krank. Wir haben schon die 8 Kills, Leute. Und wir könnten jetzt mit dem Glitch beginnen, Leute. Es kommt aber in unserer Nähe jemand mit einem Medaillon. Aber ist egal. Lambo brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir gehen jetzt direkt zum dritten Item. Und dann können wir schon in die Luft fliegen, Leute. Und jetzt müsst ihr ganz genau zuhören. Denn das dritte, was wir brauchen, ist, Leute, ein Gully. Genau, in dem wir uns verstecken können. So, jetzt hört mir ganz genau zu, Leute, denn jetzt müssen wir uns verglitschen. Ich weiß nicht, ob das Ganze erlaubt ist. Ich werde es jetzt einfach machen fürs Video. Ihr könnt das nachmachen, wenn ihr wollt. Oh no, da oben sind Gegner. Aber die laufen, glaube ich, an mir vorbei. Bitte, lauft an mir vorbei. Bitte, 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 bitte. Okay, die sind an mir vorbei, glaube ich. No way. Warum muss er jetzt schießen, Digga? Warum muss er jetzt schießen und die Gegner anlocken? Das ist doch nicht sein Ernst. Okay, Leute. Hört jetzt ganz genau zu. Ihr wisst ja alle, dass man die Greifklinge benutzen kann, indem man Rechtsklick macht. Also das hier. Das müsst ihr jetzt machen und gleichzeitig müsst ihr euch in den Gully verstecken. No way, ich werde gesniped. Oh no. Den hätte ich. Oh nein. Oh, das war's dann mal wieder komplett, Digga. Warum muss man so nerven? Und jetzt habe ich keinen Flowberry-Saft. Ich wollte mich doch nur verglitschen. Wo hat er sich jetzt versteckt, Leute? Oh nein, ich wusste es, dass es nicht funktioniert. Wo ist der Typ? Der soll mich nicht nerven. Bitte nerv mich doch nicht. Bitte nerv mich doch nicht. Wo ist der jetzt hin? Dein Freund ist down, Bro. Ich will mich hier verglitschen. Warum stört ihr mich bei meinem Glitch? Ah, hier unten ist er. Er will rebooten, glaube ich. Digga, wir haben ihn. 11 Kills. Digga, mein Backbling macht so komische Sounds. Und der hatte sogar ein Medaillon. Direkt aufsammeln. Und jetzt müssen wir uns verglitschen, Leute. Ich muss es jetzt einfach tun, Leute. Wir müssen uns grabbeln und im Gully verstecken. Gleichzeitig, Leute. Das werde ich jetzt machen. Gleichzeitig drücken und in den Gully rein. Warum funktioniert das nicht? Los, ich muss es schaffen. Jetzt hat's funktioniert. Ich habe mich gegrabbelt, bin gleichzeitig in den Gully rein. Und wenn das hier passiert, Leute, wenn ihr springt, dann seid ihr verglitscht. Seht ihr, wie das ruckelt und wie ich ganz langsam nach oben gleite? Seht ihr das? Jetzt bin ich verglitscht, Leute. Und jetzt können wir auch wieder zurückgehen und dürfen ganz, ganz wichtig die Greifklinge nicht mehr benutzen. Seht ihr das? Seht ihr das, Leute, wie ich nach oben gesprungen bin? Ich habe sogar Fallschaden bekommen. Wir lassen jetzt am besten das Medaillon hier liegen. Das brauchen wir nicht mehr, sonst werden wir verfolgt, Leute. Ich lasse das jetzt einfach da und ihr seht schon, wie ich verglitscht bin. Und jetzt brauchen wir als allerletztes nur noch ein Jump Pad. Das ist das Einzige, was wir brauchen, ein Jump Pad. Und das müssen wir jetzt finden. Und das Jump Pad befindet sich genau hier oben. Leute, ihr seht, wie ich verglitscht bin. Wenn ich jetzt die Greifklinge benutze, ist dieser Glitch wieder weg. Aber ihr werdet jetzt gleich sehen, was passiert, wenn ich auf das Jump Pad springe. Wir könnten jetzt theoretisch auch hier auf das Jump Pad, aber wir brauchen dafür noch eine Flowberry. Ganz, ganz wichtig. Sonst funktioniert dieser Glitch nicht. Okay, wir könnten jetzt theoretisch zurück zum Loot gehen und gucken, ob es da eine Flowberry gibt. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Wir brauchen doch nur noch ein Item. Digga, das kann nicht sein. Es leben nur noch 11 Spieler auf der kompletten Map. Egal. Ich werde es jetzt mal ohne Jump Boost machen und ihr werdet schon sehen, was passiert. Ich weiß auch nicht, was passiert, wenn ich hier die Seilbahn benutze, ob der Glitch dann weggeht. Deswegen benutze ich das erst gar nicht. Hier ist noch Loot. Jemand hat die Insel eingenommen. Komm schon, komm schon, komm schon. Hier muss doch irgendwas sein. Also wir haben noch ein bisschen Zeit, da hochzugehen. Ne, wir haben keine Flowberry. Egal, ich gehe jetzt aufs Jump Pad, Leute. Das war's dann komplett, Leute.
Let's go. Let's go, Leute. Komm, wir haben's. Wir gehen nach oben, Leute. Ich baue mich jetzt einfach straight nach oben. Ist mir egal. Hier oben müsste ein Jump Pad sein. Hoffe ich zumindest. Wie viele Ticks macht die Zone? Einer Ticks. Haben wir hier oben ein Jump Pad? Ja, wir haben ein Jump Pad. Das Ding ist, wir können jetzt nicht aufs Jump Pad springen. Wir müssen drauflaufen. Ihr nehmt die Flowberry. Und jetzt lasst ihr euch einfach fallen, Leute. Einfach fallen lassen. Auf das Jump Pad. Seht ihr, wie weit oben ich bin? Seht ihr, wie weit oben ich bin, Leute? So hoch kann man normalerweise nicht fliegen. Das ist absolut krank. Aber sowas von krank, Leute. Ich kann jetzt hier wie Superman rumfliegen. Ich bin so weit oben wie noch nie. Ich werde das Ganze nochmal machen, Leute. Und dann gehen wir in die Zone. Hier oben gibt es, glaube ich, auch noch ein Jump Pad. Sind hier Gegner am Start? Ich bin immer noch am Glitchen. Ja, da ist ein Jump Pad. Wir könnten da theoretisch einfach hingehen. Gönn uns das Jump Pad. Flowberry. Und... Digga, das ist so krank. Das ist so krank, wie hoch wir fliegen, Leute. Man fliegt einfach so hoch. Guck mal, ich bin über dem Sturm. Seht ihr das? Ich sehe die komplette Map. Seht ihr das? Digga, das ist so krank. Und jetzt kann ich mich hier oben einfach gleiten lassen. Und niemand sieht mich. Es sind nur noch 5 Spieler am Start. Und ganz wichtig ist jetzt natürlich, wenn ich nach unten gehe, dass ich sofort die Greifklinge benutze, damit dieser Glitch weggeht. Damit ich normal fighten kann, Leute. Es sind nur noch 4 Gegner und wir können jetzt die ganze Zeit in der Luft bleiben. Digga, weil so hoch kann man nicht fliegen. Ich muss jetzt die Gegner spotten und mal gucken, ob das der epische Sieg wird, Leute. Ihr könnt das auf jeden Fall nachmachen. Jetzt wird es natürlich ultra spannend, ob ich das Ganze schaffe oder nicht. Schaut mal, solange ich hier in der Luft bin, ob ihr ein Abo schon dagelassen habt und ein Like. Wenn nicht, könnt ihr das jetzt machen und ich kann ganz entspannt hier weiter in die Zone fliegen. Okay, wo sind die Gegner? Hier unten sind die am Fighten. Ja. Da sind die am Fighten, Leute. Ich sehe die. Da sind 2 Stück mit einem Medaillon. Es sind noch 3 Spieler. Und wir sind jetzt ganz gemütlich hier am Landen. Die können in Ruhe fighten, wenn die wollen. Und ganz wichtig, ihr seht schon, ich habe immer noch diesen Glitch. Wenn ich jetzt mich greife, ist der Glitch weg. Seht ihr das? Damit ich jetzt ganz normal fighten kann. Das ist natürlich wichtig. So entfernt ihr den Glitch wieder. Oh, die fahren jetzt hierher. Das ist nicht gut. Ich muss deren Auto irgendwie kaputt machen. Oh, Shield Crack. Die sind sowas von Shield Crack. Einer ist genockt. Der wurde genockt von dem da hinten. Okay, okay, das ist krass. Digga, wie krass war der Snipe? Der Snipe war ultra krass. Okay, der ist jetzt in der Zone. Die haben richtig Struggle gerade. Komm, ich darf nicht Zweiter werden, Leute. Ich darf nicht Zweiter werden. Okay, komm schon, komm schon. Das ist der Letzte, das ist der Letzte. Das ist der Letzte, ich muss in die Zone. Komm, den snipen wir. Komm, 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 komm. Let's go, Leute. Ich hab's euch gesagt. Zu 100% einen epischen Sieg mit diesem Glitch, Leute. Das ist absolut krank. Wir haben 12 Kills geholt und den epischen. Macht das Ganze nach. Lasst ein Like und ein Abo da. Kuss geht raus. Euer Flakes. Ciao.